Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von meinem veganen Experiment. Ihr habt euch offensichtlich schon Folge 1 angeguckt. Ich bin froh, euch wiederzusehen und will heute mal als Nachtrag kurz erzählen, wie es mir an Tag 1 ergangen ist. Zum Frühstück gab es einen fertig gekauften Haferbrei, also Fertigmischung mit natürlich Mandelmilch, heißer Mandelmilch aufgegossen, Banane reingeschnitten. Super Start in den Tag, ordentlich Kalium aus der Banane, lang- und kurzkettige Kohlenhydrate aus dem Hafer und essentielle Fettsäuren aus der Mandelmilch. Top. Mandelmilch nebenbei auch mein favorisierter Milchersatz. Super lecker. Wie ich finde, viel besser als Sojamilch und bevorzuge ich auch neben den geschmacklichen Gründen auch aus anderen Gründen vor Sojamilch. Aber zu Soja mache ich mal eine komplett andere Folge, weil das ein Riesenthema im veganen Bereich ist, für mich zumindest. Wie ging es weiter? Ich bin spät aufgestanden. Gestern war Feiertag für mich. Das heißt, ich habe erst am Nachmittag wieder die Gelegenheit gehabt, was zu essen. Da gab es Brote mit veganem Brotaufstrich, zu denen ich auch noch eine extra Folge machen werde, auch wie man sie selber herstellt oder welche man nach meinem Dafürhalten gut kaufen kann, weil sie lecker sind. Dazu gab es zwei Gurken, Rohkost, einfach klein geschnitten, mehr Salz drauf und so gegessen als Snack. Guter Snack für unterwegs, tut auch dem Wasserhaushalt noch ganz gut und dazu einen Soja-Vanille-Pudding, auch nicht schlecht. Ja, das eigentlich zu meinem gestrigen Tag, so bin ich eigentlich ziemlich gut über meinen ersten veganen Tag gekommen. Ich werde es auch für die ersten Folgen so halten, dass ich immer so ein bisschen erzähle, wie es mir am gestrigen Tag ernährungsmäßig ergangen ist, aber jetzt kommen wir mal zu den ersten inhaltlichen Sachen. Und zwar, was vielleicht einigen von euch auf der Seele brennt oder was einigen von euch interessieren dürfte, ist: Ingo, wenn du an deiner Gesundheit interessiert bist und Sport treibst, warum isst du nichts Anständiges? Du bist offensichtlich nicht aus ideologischen Gründen Veganer. Also warum kein Steak? Warum keinen leckeren Käse? Warum keine Milch? Die macht groß und stark. Habe ich früher auch gedacht. Dann habe ich, manche Leute mögen sagen, den Fehler gemacht, folgendes Buch zu lesen. Die China Study. Hervorragendes Buch von dem Leiter dieser Studie. Hier populärwissenschaftlich aufbereitet. Also es ist kein Tabellenbuch, keine reine Studie, sondern er geht darauf ein, was er über die China Study erfahren hat. Was ist die China Study? Irgendwann vor mittlerweile schon einiger Zeit, hat man eine Studie mit Ratten gemacht, im Vorfeld, bei denen man Krebs ausgelöst hat und sie anschließend auf die Hälfte der Ratten auf eine 20% Eiweißdiät und die andere Hälfte der Ratten auf eine 5% Eiweißdiät gesetzt hat. Bei den 5% der Ratten 0% Krebs, bei den 20% der Ratten 100% Krebs, alle tot. Das ist natürlich erstmal ziemlich schockierend, sind aber erstmal Ratten. Demnach ist man aber neugierig geworden und hat die China Study durchgeführt, eine Lebensmittel-, also eine Ernährungsstudie im ländlichen China mit weit über 6000 Probanden, deren Ernährungsgewohnheiten sehr gewissenhaft erfasst wurden, deren gesundheitliche Vorbedingungen sehr gewissenhaft erfasst wurden und woraus man dann verschiedene Zusammenhänge im Ernährungsbereich herausbekommen konnte. Und unter anderem hat sich bestätigt, dass das Casein, das ist ein Protein aus der Milch, das ist das vorwiegende Protein aus der Milch, fördernd für Leberkrebs ist. Und auch für diverse andere Krebssorten. Also ist Milch vielleicht nicht unbedingt das gesunde Nahrungsmittel, als dass man das gemeinläufig so annimmt. Dazu kommt, dass Milch neben dem Kalzium auch relativ viel Eiweiß hat. Klingt erstmal gut, wirkt aber ansäuernd für den Körper. Verschiebt den pH-Wert des Körpers in den sauren Bereich. Das puffert der Körper ziemlich gut ab, dafür ist er ausgelegt, aber er muss dafür Kalzium aufwenden.
weswegen Milch auch kein guter Kalziumlieferant ist. Im Gegenteil, die Studien zeigen, dass hoher Milchkonsum eher mit schlechteren Knochen zusammenhängt. Also, Milch hatte ich für mich gedanklich gestrichen. Die China Study zeigt leider auch, dass diverse andere tierische Produkte nicht unbedingt vorteilhaft für die langfristige Gesundheit sind. Man fällt davon nicht sofort tot um, aber man erhöht die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Sehnerverkrankungen und ähnliche Dinge. Mit anderen Worten, diese ganzen vernünftigen Sachen, die man gerade als Sportler gerne zu sich nimmt, um adäquate Eiweißversorgung zu haben, um Kalzium für die Knochen zu haben, sind mitunter gar nicht so gut für unseren Körper, wie wir das gemeinhin glauben. Das im Sinn stand ich nun da, was tun? Ich war jemand, dem man, wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, Ingo wird Veganer, hätte ich gesagt, klar, dann sehe ich aus wie so ein eingefallener, bleicher Typ und kriege keine anständigen Nährstoffe und mein Krafttraining kann ich auch vergessen. Ich musste mich aber nun ja erneut damit beschäftigen, nachdem ich ja nun erfahren habe durch die China Study und diverse andere Recherchen, dass offensichtlich der Konsum von tierischen Produkten nicht unbedingt das Beste für den Körper ist. Also habe ich recherchiert, ob es eine Möglichkeit gibt, sich vegan gesund zu ernähren, und ich meine, sie gefunden zu haben. Es gibt einige Spezialisten, die diesen Weg vor mir gegangen sind, an denen ich mich orientiere, die ich auch in zukünftigen Podcasts noch vorstellen werde, die klar aufgezeigt haben, sportliche Spitzenleistung, physische Gesundheit und eine vegane Ernährung sind perfekt vereinbar, problemlos. Man muss auf ein paar Feinheiten achten. Man muss zusehen, dass man bestimmte Schlüsselnährstoffe wie Vitamin B12 oder Eisen anständig in die Ernährung einbaut. Aber auch das werde ich in zukünftigen Folgen zeigen, dass das problemlos möglich ist. Also so kam ich eigentlich dazu, dieses Experiment zu starten, eine vegane Ernährung auszuprobieren. Und bin jetzt immerhin schon doppelt so lange dabei wie gestern. Fühle mich gut. Hatte heute über Tag ein paar Probleme mit meiner Logistik, weil ich noch nicht so gut ausgestattet bin, unter anderem auf meinem Arbeitsplatz mit veganen Lebensmitteln. Aber dazu erzähle ich mehr morgen. Und morgen werde ich auch zeigen, spätestens übermorgen, wie man Mandelmilch herstellt, wie man es selber macht aus Mandeln. Das Zeug kann man zwar auch im Supermarkt kaufen, ist aber da nicht ganz billig. Selbstgemacht ist es deutlich günstiger. Und damit soll es das für heute von mir sein. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Viel Spaß, solltet ihr auch bei einer veganen Ernährung dabei sein. Und ansonsten macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge.